Sollten nicht so nah am Drachen vorbeilaufen. Was, welcher Drache? Oh, getriggert! Netzwerkfehler, cool. Netzwerkfehler. Hm. Gut, wir sollten ins Bett. Achso, ich dachte, wir können uns jetzt auch einfach zum Baum hinporten. Ja, das geht auch. Okay. Ich hab den, Was, da ist ja die... Festung. Ja, welche? Drachenhügelhöhle oder ein weiter? Gabelung des Drachenhügels. Soweit war ich noch gar nicht da oben. Ich? Ich mag das Gebiet nicht, hab ich doch gesagt. Ich habe andere Gebiete erkundet. Ich weiß gar nicht. Aber ich habe die Festung da oben und dann gehe ich einfach ein bisschen runter. Welche Festung? Die Refugium? Der Festung Farod. Festung Farod. Ja, dann lass uns bei Festung Farod treffen. Das ist doch nee, ich gehe doch einfach gerade runter. Ist doch alles gut. Ja, aber ich glaube, von den anderen Punkten aus kommt man gar nicht dahin. Weil hab man mich schon hingeportet. Zur Festung Farod? Ja. Ja, okay. Ich bin schon losgerannt gewesen. Jetzt darf ich zurückgehen. Oh. Ja. Ich hab doch gesagt, ich laufe einfach gerade da runter. Ja, aber von den anderen Punkten aus kommt man, glaube ich, gar nicht dahin. Weil das ein Berg ist. Nochmal unten am Fuß des Berges ist. Ja, bin wieder da. Abgelegt. Ja, den Tick, das stimmt. Baldur ist im Lurk. Viel Spaß, Baldur. Oh Mann, ey. Oder wir probieren gleich einfach mal oben bei Morgott. Ob wir uns auf den letzten Punkt bauen können. Das interessiert mich nämlich wirklich mal. Mhm. Ja. Können wir ja zum Schluss noch probieren. Ja, kann man machen. Ja, Chloe. Chloe. Schreib sofort, was Drecksau, du willst. Ich töte dich, Survival. Ja, ich muss es auch. Ja, das sollen wir alle machen. Also, mit gutem Beispiel vorangehen, bitte. Habt ihr schon? Was? Haltung annehmen. Ich hab doch gerade die ganze Zeit gerade gesessen. Planlos. Dankeschön für den Resub im 21. Monat. Vielen Dank. Sehr lieb. So, hier ist sie wieder gerade. Es muss gerade gehen. Wenn ich noch gerade mache, breche ich auf der anderen Seite durch. Darunter stirbt man. Er liegt auf dem Berg. Ja, Junge. Warum schreit er so? Weil er uns runterschubsen will. Ja, schreit er nicht so. Aber nicht, the fuck? Ja, wow.
Nein, den Schwanzus longus, so. Alles klar. Haben wir das ja auch schon erklärt. Also müssen wir doch erst den Weg hier runterlaufen und dann zu dem Baum hinlaufen. Ja? Erstmal müssen wir die Punkte wieder einsammeln. Ja. Ja. Oh, da kommt man nur zum Baum über die Brücke. Ich war gerade schon am Baum. Okay. Ich weiß, wo es lang geht. Ich glaube, bei mir ist es beschwerlich. Lisa, wie viele Poltermedizin hast du eigentlich nur? Sonst gehe ich morgen mal farmen. Ich habe über 200. Okay. Oh je. Dann gehe ich morgen noch mal farmen. Oh, gut. Auch gerade auf jeden Fall ganz viele noch. Ja, 400 ist Minimum. Ne, 500. Wir müssen, dass wir den Subs angleichen. Nicht nur 400. Ich hab gar keine 500 mehr. Aber seht ihr, wird immer weniger. Oh je. Ich hab's euch gesagt. Ich hoffe, dass mein Lohn bald kommt. Punkte. Macht Konto auf. Ich glaube, ich mach mal eine 78er Bombe. Nein, macht sie nicht. Was? Ich will den Bann sehen. Außerdem hat sie dann nur 1% ihrer Schulden bezahlt. Ja, 1%, also macht eine. Ja, hat schon sehr viele, sie hat schon sehr viel Zinsen. 78. Was soll ich denn dann sagen? 7.800? Hast du deine Punkte, Lisa? Ja. Nee, der kriegt nee. Okay. Nee, Gebühren. Mhm. Ich sagen, ja, Brownie sammelt auch fleißig. Stimmt. Boah, ich hasse den hier. Du bist der Daimler-Bengel. Was da hin noch? Da ist er ja. Ich hasse ihn. Du machst ja kein Damage auf das Vieh. Ja, dafür macht er nicht mehr. Fliegende Achselhaare. Ach, Scharlachfäule. Was soll's auch anders sein? Aua! Keks rennen! Ja, genau, dann springt er. Leute! Achtung! Weg da, weg da! Eigentlich so viel Schaden mit einem Schlag. Ja, ich Keks, ich leide da auch mit.
Ich mach so gefühlt gar nichts. Ist ja kein Wunder, dass der jeden Boss direkt legt. Ja. Ich bin tot. Tschüss. Kann mich aus der Schale abholen. Kriegst dein Leben? Ja. Hab's dir gesagt. Hab's. Ja. Ich hab auch Stärke gekillt. Auf Stärke gekillt. Was für eine Stärke wäre das? Oh, jetzt kam ein anderer Scheißgegner. Oh, nee, ich tu mal so. Na dann streng dich an. Das war eine Antwort. Oh, leck mich. Ja, boah, nicht den 14. Gesetzt. Auf Kraft. Ja. 42. Was hast du? Nur Leben und genau. Nee, und Stärke. Ne, und Kondition. Ah ja. Was für ein Level hast du? Mittlerweile 95. Alter. 95, Alter, wie viel hast du gemacht? Du musst die ganze Zeit vorspielen, habe ich das Gefühl. Ja. Nö. Cheater. Pa. Nicht vorgespielt. Aber bei mir dann beschweren, wenn ich die scheiß Ritter allein einzeln mache, ne? Mhm. Die Ritter. Na, unsere zwei Ritter, Freunde. Nehmt euch ein Zimmer ein. Ach, du meinst die Baumwächter? Ja. Habe ich mich denn wieder beschwert? Ich habe nur gesagt, du machst es dir leicht. Ja. Ja, das war kein Beschweren. Du hast mich als Cheater beschimpft. Ja, das habe ich. Cheatet beide so, Pa. Pa? Sollen wir mal gucken, ob wir bei Morgott oben weiterkommen? Ich gehe jetzt zum Schmied, weil ich muss mal gucken, ob ich das verbessern kann. Mein Schwert ist doch lächerlich. Sollen wir uns dann bei Morgott treffen? Morgott? Bei Mongo? Ja. Bei Mongo, ja. Oh, don't pay me any money. Just lay out your arm. Schlaf gemacht. Lisa, du hast deinen Schlaf gemacht, wo wir jetzt drin stehen. Was sagt denn hier? Ich habe Stärke 42, ich habe 47 durch einen Medaillon. Würde ich dann auch behaupten. Ja, ist so. Wenn ich nur am Vorspielen bin. Kleine Spaß. Wo ist denn der Punkt nochmal? Der. Schlaf gemacht, der Königin. Also, er saß schlaf gemacht. Er saß eine Königin? Ja. Götter. Das doch geht schon her. Oder Gildenmeisterin. Das ist alles. Alles. Und alles, noch was viel mehr. Alles, was ich will. Ja, Ben. Keks will mehr vorspielen. Ja, ich kann nicht rufen. Ja. Ja. Wunderbar. Schlaf gemacht. Ja, guck, die Riesenspielwiese, habe ich doch vorhin gesagt. Hier rollen wir dann durch. Er sieht aber sehr hart aus, weil es so Stein ist. Ja, er ist auch weich. Wollen wir jetzt mal gut mal? Ich will nicht. Gott, ja. Ach, Lisa, ja. Klatschen wir dein alte Vieh mal.
Ja, mit meinem Schrottschwert, ey. Kannst du Zahnstocher damit. Wie ist denn der Schrott? Wie viel Plus hast du denn? Lisa braucht eine Zauberwaffe. Also mein Schwert ist auf plus 16. Ja, aber du hast ja halt so dieses Hammerding da. Macht halt Damage. Es ist halt dafür auch langsam, ne? Ja, ich bin ab 17, aber ich mach gefühlt kaum Schaden. Scheiße. Darum will ich ja das andere Katana auch noch haben. Ja, mit zwei Waffen geht das schon besser. Was? Kannst du das noch nicht nutzen? Nein, ich muss Weisheit machen. Oder Glaube war das? Oder irgendwas davon. Na gut, gehen wir mal sterben. Oh. Margarete! Oh, das hat aber angetäuscht, der Sack. Wie er springt, Alter. Ist ja wie Yoda. Immer als Yoda. Ist schon kein Bock mehr. Komm zu mir! Geh zu andere! Pass auf dein Leben auf, Keks. Ich hab grad einen ordentlichen Hit bekommen. Du kriegst gleich noch einen. Nee. Ich bin ausgewichen. War noch knapp. Oh, weg, weg, weg. Licht. Der will zu Keks. Mag ich nicht. Wow. Ja, danke fürs Blockieren, Mirko. Mirko ist halt der Blocker. Keine Sorge, Keks, so ein Tod hatte ich von auch. Na, das ist meine Schuld. Ja. Der ist einfach zu breit. Der steht hier hinter dir, will gerade drauf und du willst ausweichen, weil der einen Schlag auf dich macht. Lauf weg. Lauf weg. Er ist gekommen. Oh Gott. Ja. B2 und so. Mich einfach nur getroffen hat, the fuck. Scheiß Landseiler. Was macht ihr da? Schnell genau weggelaufen. Auschen. Alter! Oh, jetzt habe ich 3 Trink. Oh mein Gott. Das war jetzt Panik. Ah, super.
Alter, keine Chance. So. Ja. Ja, ich habe auch gerade 3 Tränke auf einmal getrunken. Also 2 waren okay, aber der dritte nicht. Die Immunität. Was? Zeichen liegt, den machen wir jetzt. Platz. Ich muss so Pipi. Ja, dann geh. Okay. Ich muss auch Pipi machen. Nein, das schaffen wir. Okay. Geh nicht Pipi, wenn wir nicht schaffen. Okay. Da bin ich dabei. Alles klar, wie ihr meint. Blasen müssen platzen. Ja, der dritte Trank, ich weiß. Das war halt gerade die Panik. Nee, Brownie, jetzt gerade nicht trinken. Jetzt will ich auch nicht trinken. Lass mich mal in Ruhe mit trinken. Dass die Bäche fließen. Jetzt bin ich vor Schreck ausgewichen und erstmal in die Hose gepinkelt. Vor Schreck ausgewichen und hast du in deine Hose gepinkelt? Nein, noch nicht. Das macht kommt gleich erst. Eine Sekunde gerade. Ja. Ja, mit Zeit, mit Pipi und so. Und eine Zigarette vorher. Drückt nur ein bisschen. Alles gut. Damit ich mich nicht aufrege, wenn irgendwo wieder Anti-Mate spielt. Dieser Salz hier. Mit ein bisschen Salz. Nee. Auch von Tüll. Ja, doch so eine Prise Salz war dabei. komm, ich muss Super Saiyan werden. So. Kann losgehen. Okay. Minimale Prise. Vorsicht, weg. Geht weg. Deine Mama, die Gummibärchentante, wird enttäuscht von dir sein. Keks sollen wir den bei dir auch noch machen. Ja. Ja, besser. Wer geht jetzt erstmal aufs Klo? Nee, komm, ich bin jetzt gerade. Nein, nein, wenn ich jetzt auf Toilette gehe, dann ist der Flow raus. Dann ist wir haben gesagt, wenn wir den geschafft haben. Dann ist der Flow raus. Muss ich jetzt da hochgehen? Ich komme nicht mehr raus. Nur einen Punkt zurückgehen. Nee, du musst einmal da hochgehen. Dann musst du dich ans. Dann kommt taucht das Gnadenfeuer auf, da musst du dich dran setzen und ja. Danach kannst du wieder runter. Abgelegt.
wie denn du hast gelegt. Undurchdringliche Dornen weisen alles und jeden ab. Niemand vermag es, den Erdenbaum zu betreten. Identik, du hast es genau in den Nagel auf den Kopf getroffen. Aufregend ist kacke. Oh Gott, König der Luschen! Ich hasse einfach seine Existenz. Warum musst du überhaupt noch leben? So, jetzt einfach zurückporten, oder wie? Oder was? Nee, hast du dich dran gesetzt? Du sollst dich dran setzen. Ne? Ah, jetzt kommt die wieder. Ja. Alles in der Kick. Du hast mit mir Schluss gemacht, warum bist du jetzt wieder hier? Nee, du hast mit mir Schluss gemacht. Prevented by the mantle of barbs. The thorns are impenetrable. A husk of the Erd Tree's being that spurns all that exists without. The only way to stand before the Elden Ring and become the Elden Lord is to pass the thorns. My purpose serves to aid in that very act. So I'd like you to undertake a new journey with me to the Flame of Ruin. Geht's dir noch gut, ne? Far above the clouds. Oh, schneebedeckte Berggipfel. Then I can set the Erd Tree aflame and guide you down the path. Oh, man, zu den geil. Coming Elden Lord. Der Jong von Rold. Shall I turn your runes to strength? Let my hand rest upon you for but a moment. Share them with me. Your thoughts, your ambitions, the principles you would follow. To journey with you once more to the Flame of Ruin, far above and guide you. Okay. Also ist sozusagen hinter diesen Dornen dann der finale Kampf, ne? Yep. Mit mir, da kommt Margit raus. Margit mit drei Köpfen. Oh, mit mir, Margit und Morgoth haben noch einen Bruder, der ist Mergot. Margarete. So. Mergit. Merle.